Hey, mein Name ist Snow und ich möchte dir heute meine traurige Geschichte als Dressurpferd erzählen. Viel Spaß, lass doch gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Dankeschön. Wir beginnen mit dem, womit doch jede Geschichte anfängt, der Geburt. Meine Mutter und mein Vater lebten auf einem großen Paddock. Meine Mutter versuchte gerade mich zu bekommen und dann war es soweit. Schwupps, da war ich. Als ich geboren wurde, kam direkt meine Mutter zu mir, um sich um mich zu kümmern. Nachdem meine Mutter mich fertig geputzt hatte, versuchte ich schon meine ersten Stehversuche, also Gehversuche, aber sie waren wirklich sehr wackelig. Nach 5 Minuten habe ich es dann aber geschafft und konnte problemlos laufen. Ich erkundete die Koppel, die sehr, sehr groß war. Meine Eltern waren sehr stolz auf mich. Das Gras auf der Koppel war wirklich sehr lecker und ich graste sehr viel davon. Nach einer halben Stunde, die ich schon in diesem Leben war, kam dann meine Besitzerin. Du bist ja schon da, mein Kleines. Hallo. Ach, du bist ja wirklich ein ganz Süßes. Ich wusste noch gar nicht, dass du da bist. Wie soll ich dich nennen? Vielleicht Snow? Ja, dein Name ist ab jetzt einfach Snow. Danach ging sie wieder. Mein Leben hier war wirklich schön. Und es vergingen ein paar Jahre und ich wurde groß. So sah ich nun aus. Ich war jetzt ein ausgewachsenes Pferd und bald könnte man mich schon reiten. Ich war immer noch auf der Koppel und meine Eltern, die waren auch immer noch bei mir. Mein Leben fand ich wirklich schön hier, doch ich wusste nicht, dass es sich irgendwann zum Schlechten wenden würde. Eines Tages. Meine Besitzerin kam wieder zu mir, doch sie war nicht alleine. Neben ihr lief noch eine andere Frau. Die fremde Frau guckte mich an, aber ich mochte das gar nicht. Oh nein, es tut mir so leid. Eigentlich ist Snow überhaupt nicht so. Meine schönen neuen weißen Reiterklamotten habe ich mir erst gestern gekauft, sind jetzt schon alle dreckig. Danke dafür. Naja, eine hübsche ist sie schon. Dressur könnte man ihr bestimmt beibringen. Ich hol sie mit. Oh, wirklich danke, das erleichtert mich sehr. Sie müssen wissen, ich habe in letzter Zeit sehr mit meinem Geld zu kämpfen. Ich meine, ich habe wirklich wenig und ich will meine anderen beiden nicht verkaufen. Das Einreiten für sie würde ja auch noch Geld kosten, also nehmen Sie sie. Sind wir mit 15.000 Euro quitt? Ja, auf jeden Fall. Gut, habe ich Ihnen ja schon überwiesen. Ach echt? Okay, danke. Dann dürfen Sie sie einmal mitnehmen. Okay. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Und wusste nicht, dass ich meine Eltern ab jetzt nie wiedersehen würde. Die Frau nahm mich mit und wir gingen in Richtung Ausgang der Koppel. Aber ich musste ohne Halfter mitkommen, denn sie haute mich sonst. Es war zwar nicht doll und einfach nur mit den Händen, aber ich hatte trotzdem Angst vor ihr und das schon jetzt. Ich dachte aber, sie wäre die Tierärztin, von der Mama mir mal erzählt hatte. Aber nein, das war sie definitiv nicht. Ich kam in einen Transporter. Und da drin war es irgendwie dunkel. Dann fuhr der Transporter los. Die Fahrt war ruckelig. Doch dann kam ich an. Und ja. Hier musste ich reingehen. Du gehst jetzt da rein, oder? Du weißt, was es gibt. Ach so, ich habe noch was Härteres. Hier habe ich nämlich noch ein Geschenk für dich. Rein mit dir. Ich wollte nicht geschlagen werden, also ging ich in den Stall. Dann machte sie die Tür zu. Und ging wieder. Sie ließ die Peitsche dort liegen. In meinem Stall gab es nur widerliche, weiche Äpfel. Die haben mir wirklich nicht geschmeckt. Und das Trinken war total warm. Ich hatte echt keine Lust darauf. Davor war ich frei. In einer riesen Koppel mit meinen Eltern. Hatte das beste Futter und Trinken der Welt. Und jetzt, seht mich an, stehe ich in dieser engen Box. Ich kann sich das Leben nur von einer Sekunde auf die andere so ändern. Aber ich wusste ja nicht, dass es noch härter werden würde. Am nächsten Morgen kam sie wieder zu mir. Na, mein neues Pferd, wie hat diese komische Besitzerin dich nochmal genannt, die Geldprobleme hat? Bestimmt Snow, ne? Ja, Snow. Ich. Naja, der Name passt schon gut zu dir. Ich lass dich einfach so genannt. Du bist eh nur fürs Geld. Dann machte sie die Tür auf. Sie ging aber nicht einfach nur so in den Stall. Sie hatte einen Sattel und noch eine Trense in der Hand. Den Sattel zog sie mir direkt an. Ich kannte dieses Ding schon von meiner Mutter.
Unten machte sie einen engen Gurt zu und er tat wirklich weh und drückte in meinen Bauch. Ich bekam fast Bauchschmerzen. Oder eher gesagt, hatte ich welche. Dann zog sie mir auch noch die Trense über. Sie zog mir etwas Komisches in mein Maul und dann musste ich ihr folgen. Und glaubt mir, ich musste es wirklich tun. Komm mit, Snow, oder du weißt, was es gibt. Das Erste, was sie tat, als sie draußen war, sie stieg auf mich und daran war ich wirklich nicht gewöhnt. Also wollte ich sie glatt abwerfen, doch dann kam sie wieder mit der Peitsche. Du weißt, was dann passiert, Snow. Jetzt schick dich gefälligst. Sie war schwer und hatte immer noch diese große, lange Peitsche in der Hand, was mir wirklich nicht gefiel. Sie tritt die ganze Zeit gegen mich. Und nach langer Zeit verstand ich, dass es hieß, dass ich laufen musste. Doch dann tritt sie fester gegen mich. Und ja, nach irgendwie erst schon eine halbe Stunde, was sehr lange für sie war, aber eigentlich normal war, wusste ich, dass es hieß, dass ich noch schneller laufen musste. Dann kam die nächste Gangart und ich wusste, es war Galopp. Glaubt mir, es war schwer, sie zu halten und dabei auch noch schnell zu rennen. Naja, schnell musste ich nicht rennen. Aber ich musste schön dabei aussehen. Und sonst schlug sie mich halt. Vielleicht klingt das jetzt für euch nicht so hart, aber glaubt mir, es ist hart, wenn ihr laufen müsst mit jemand richtig schweren auf euch drauf und dann auch noch die ganze Zeit dafür gehauen werdet, obwohl ihr alles richtig macht. Das ist wirklich sehr, sehr hart für mich. Okay, reicht jetzt für heute. Jetzt kannst du wenigstens schon mal meinen Befehlen folgen. Morgen fangen wir dann mit richtigen Dressur an. Ich meine, übermorgen ist ja schon das Turnier. Los, rein in den Stall. Ich gehorchte ihr, denn die Peitschenschläge taten schon vorhin sehr weh. Sie machte auch die Tür für mich auf und dann musste ich selbstständig reingehen. Ich dachte, sie würde mich jetzt noch abseifeln oder so. Aber nein, sie machte einfach die Tür zu und ließ mich so im Stall. Am nächsten Tag. Dann kam sie wieder zu mir. Das Erste, was sie tat, war aufsteigen. Und das schon in der Box. Dann musste ich natürlich rausgehen. Und was ich vorhin schon an ihren Schuhen gesehen hatte, waren die Sporen. Von denen hatte meine Mutter auch erzählt. Und sie sollen kleine Messer sein, die in Pferde reingebohrt werden, also so in der Art, wenn sie nicht gehorchen. Ich hatte wirklich richtig viel Angst. Dann machte sie noch komischere Bewegungen direkt mit ihren Beinen an mich. Und nach einer Stunde verstand ich, was es hieß. Und das musste ich machen. Es war wirklich komisch. Seite, 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 das hat wirklich genervt. Und Drehungen waren auch dabei. So Dressursachen, wie sie sie nannte. Ich verstand zwar noch nicht direkt alles, aber nach der Zeit wusste ich alles. Naja, ich musste es ja wissen. Eigentlich braucht ein Pferd dafür wirklich lange Zeit, doch ich musste es direkt wissen, weil morgen schon das erste Turnier war. Auch die Verbeugung konnte ich dann schon gut. Trotz des war sie nicht stolz auf mich. Zur Belohnung gibt's Schläge. Du hast nämlich 3 Stunden dafür gerade gebraucht und ich hätte das eigentlich in 5 Minuten dir beibringen können. Aber nein, du bist ja so ein dummes Pferd, das nichts versteht. Also gibt's Schläge. Ganz viele für dich, meine Hübsche. Dann musste ich wieder in meine Box und ratet mal, womit ich das wieder machen musste. Natürlich mit Sattel und Zaumzeug. Und es war wirklich nicht schön für mich, denn es drückte so oder so, doch das dann mehrere Tage anzuhaben, war wirklich eine wahre Quälerei für mich. Wir sehen uns morgen wieder beim Turnier. Doch dann kam sie plötzlich wieder zurück. Hab ja noch was vergessen, meine Süße. Peitsche. Au, es tat so weh. Und dann hörte sie wenigstens auf. So, tschüss. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn du das nicht gut machst, kannst du mit noch mehr Peitschlägen rechnen. Wenn das wieder so grottenschlecht wie heute wird. Aber halt es morgen das Turnier. Am nächsten Tag. Sie kam wieder mit einer tollen Nachricht angeblich. Ich habe eine tolle Nachricht für dich. Das Turnier ist jetzt. Komm, zum Glück bist du schon gesattelt. Ich weiß, dass wir das hinbekommen. Es beginnt schon gleich, aber du bist ja schon gut bereit. Deine Miene ist zum Glück auch gut geblieben. Komm jetzt. Gut, jetzt schnell zum Turnierplatz. Wir müssen nur kurz Transporter fahren, dann sind wir da. Nach der Fahrt waren wir wirklich schnell schon beim Turnier angelangt, wie sie gesagt hatte. Und so sah es dort aus. Alle Leute jubelten schon, als ich reinkam. Das ist Snow mit ihrer wundervollen Besitzerin Luisa. Sie zeigen uns jetzt, was sie können. Los, Snow, auf die Position. Du weißt, was ich dabei habe. Los,
Ich musste zuerst das hier machen. Dabei musste ich immer meine Beine ganz genau überkreuzen und es war sehr, sehr schwer. Danach kam wieder die Drehung. Dann kam das Schwierigste. Das ist eigentlich unnormal, dass ein Pferd das so schnell kann, aber ich konnte es halt. Wegen Peitschen mache ich nämlich alles, denn das tut wirklich doll weh. Doch dann beim letzten Kunststück, wo ich dachte, ich würde es schaffen, aber ich konnte wirklich nicht mehr, brach ich einfach zusammen. Und dort lag ich nun. Nein, oder? Nein. Nein, 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 nein. Dummes Pferd. Jetzt sind wir disqualifiziert wegen dir. Die Leute, die das Turnier leiteten, brachten mich zum Tierarzt und dort wurde herausgestellt, dass ich nach den wenigen Tagen schon viele Qualen halt bekommen hatte, wie ihr auch gesehen habt. Und ich wurde entzogen, könnt ihr das glauben? Und ratet mal, wer mich wieder aufgenommen hat. Dort war ich nun wieder bei meiner Familie auf der großen Koppel mit der besten Besitzerin der Welt. Denn sie hatte nun wieder genug Geld, um mich zurückzukaufen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Tschüss!